Duell im unteren Tabellenmittelfeld am Sonntagnachmittag. Das hat nach 3 Spielen nicht die allergrößte Aussage, aber Frankfurt ist vor allem mit diesem Saisonstart durchaus unzufrieden. Gerade mal 2 Punkte nach 3 Spielen. Stuttgart hat immerhin 3 auf dem Konto. Schauen wir auf die Aufstellung. Trapp im Tor bei Frankfurt, Lenz links, Hinteregger, Indika in der Innenverteidigung, Durm über rechts, Rustic und so in der Mittelfeldposition in der Zentrale, Lindström, offensives Mittelfeld, Höge und Kostic über die Außen, Boré in der Spitze, aber Lammers, der Neuzugang bei Frankfurt, zumindest auf der Bank. Müller im Tor bei Stuttgart, die Dreierkette mit Kempf, Anton und Mavropanos besetzt, Karazor und Endo auf der 6, Massimo über rechts, Sosa über links, Algadoui in der Spitze, dahinter Klimowitz und Förster. Hinein in diese Partie, man konnte durchaus von Frankfurt hohen Einsatz erwarten und den bekam man hier auch von Beginn an. Rustic, der den Ball lange halten kann. Lindström nochmal zurück zu Zou. Lindström fordert Müller in der 9. Spielminute. Durchaus das Potenzial zum Treffer, aber der ist nicht platziert genug und so kann der Ball eben auch gehalten werden. Frankfurt sehr aktiv. Stuttgart erstmal auf die Defensive konzentriert. Die Dreierkette wurde hier tatsächlich oft zur Fünferkette in der Defensive. So ist das normalerweise, aber hier wurde es im Paradebeispiel ausgeführt. Hier und da ergaben sich dennoch Lücken. Boré mal mit einer schnellen Drehung. Allerdings dieser Schuss zu harmlos. Damit bringt man niemandem so richtig die Schweißperlen auf die Stirn. Nach 45 Minuten folgerichtig 0:0. Der VfB Stuttgart sehr passiv, vielleicht zu passiv. Frankfurt konnte aber noch nicht so richtig draus Profit schlagen. Durchgang Nummer 2 ging besser los für die Schwaben. Massimo auf der rechten Seite. Die richtige Unterstützung erhält er dort nicht. Läuft dann zurück, bringt den Ball per Flanke ins Mittelfeld, Klimowitz, Kopfball, naja. Zumindest mal der Versuch einer Offensivaktion beim VfB. Noch nicht ganz gefährlich. Aber Stuttgart machte es nun durchaus besser. Wataru Endo wird unter Druck gesetzt, spielt trotzdem diesen Ball. Sosa, Klimowitz, fast etwas überambitioniert. Aber ein Highlight an diesem Sonntagnachmittag relativ schwer zu finden. Es war keine mitreißende Partie. Frankfurt dann aber 20 Minuten vor dem Ende nochmal aktiver. Der erste Heimsieg sollte her, der erste Sieg überhaupt. Höge, Übersteiger, Boré! Und das ist natürlich die 100%ige Tormöglichkeit. Der muss sitzen. Über Umwege kommt der Ball zu ihm und das ist eine Glanzparade von Müller. Trotzdem, das ist ein Tor, das musst du ja zu 99,9% verwandeln. Der VfB Stuttgart auch nochmal bemüht. So richtig kam nichts mehr zustande. Hier nochmal eine symptomatische Abseitsposition. Aber mehr war auch nicht rauszuholen. Und auch die Nachspielzeit, die nicht gerade üppig ausgeteilt wurde. 2 Minuten gab es obendrauf. Die waren dann auch vorbei. Und es endete mit 0:0. Das ging so in Ordnung. Boré natürlich mit der größten Chance des Nachmittags. Er verpasste es. Müller somit der Match-Winner oder der Match-Remis-Erkämpfer für Stuttgart. Die Gäste können damit sicherlich besser leben.